Und damit willkommen zurück zu Alone in the Dark. Wir spielen noch Emily, sind gerade im Kapitel 4 in der Seto und haben hier gerade Grace erlebt, die gemeinerweise den armen McCarthy betrogen gemacht hat und uns eine gepfeffert hat. Das Mädel könnte sich auch was anhören, sage ich euch. So, wir sind inzwischen unterwegs, sammeln wieder alles ein, gucken, ob wir irgendwas Neues finden. Bei Jeremy müsste irgendwas Neues liegen. Detective Comby, I'm terribly sorry. Okay. Diese Notiz hatten wir auch als Carnby gefunden. Die ändert sich nichts. Nicht. Was ist noch neu? Hier war auch eine Notiz dann gewesen. Hier, du musst Vertrauen haben. Brother, I need you. Genau, vertrau mir. Das entsinne ich mich auch noch. Ich gucke nochmal ins Zwischengeschoss. Ist das wieder offen? Oh. Mission ist immer gut. Wir haben alles entdeckt, dass wir ins Untergeschoss kommen. Das weiß ich inzwischen. So, damit haben wir das erstmal entriegelt wieder. Irgendwann treffen wir ja nochmal den Schattenmann hier. So, wir sind jetzt in dem Flur. Das ist hier. Wir versuchen mal, warte mal. Ne, wir versuchen mal außenrum zu gehen wieder. Ja, warte mal, wir hatten. Hatten wir nicht die Möglichkeit, das zu wechseln, aber wir kamen unten nicht weiter, so war es doch gewesen. Das würde ich gerne noch mal testen. Eins runter. Wir kamen da auf der Ebene nicht rein. Das war zugeschlossen. Oder? Nee. Stimmt, wir hatten ja nach oben gehört. Aber hier unten sind alle Wege möglich. Das wäre der Weg von dort. Okay. Das war sinnloses Rumgerenne, aber wir müssen erstmal gucken, wo es ist. Gut, dann führt uns der Weg also abseits dessen, dass wir ins Labor runter können. Zu dem zweiten Flur, wo die Zimmer von Bruce und sowas sind. Und da hatten wir damals bei Carnby überhaupt nichts gefunden in Ruths Zimmer, wirklich. So dass meine Hoffnung einfach ist, wir finden diesmal was. So, bin ich richtig gelaufen? Ja, alles richtig. So. Wir. Ach nee, falsch. Veranda, das ist ja gerade. Das ist falsch. Wir müssen hier lang. Gerade durch die Galerie wieder runter. Naja. Nämlich jetzt haben wir den Schlüssel für die Räumlichkeiten links von uns. Hier. So. Da ist der Schattenmann. Please, no. Der zeigt in die Richtung. Wie geht dorthin? Der ist das letzte Mal verschwunden, weil ich weggegangen bin. Verschwindet er hier auch? Das ist McCarthys Zimmer.
Sie sagt gar nichts, weil Kambi hatte gesagt, ja, habe ich dem Unrecht getan vielleicht. Hier unten gab es ein Versteck. Da war eine Notiz drin, um zu dem wichtigen Sometimes. Hinweis zu kommen, den wir brauchten, um mit Carnbys Vergangenheit aufzuräumen. Aber diesmal ist hier nichts zu finden. Das heißt, ich hoffe, bei Roost Zimmer ist diesmal was Neues. Ruth, are you there? No, of course not. Kriegsfoto. Man würde sterben. Fehlen noch drei Lagniaps, so wie heißen. Castle built the Zoetrope as an exercise in animation. He is very interested in moving pictures and has even ordered an aeroscope camera for the colony. I'm looking forward to seeing what kind of phantasmagoria he will produce. For now, his zoetrope entertains me greatly. It's not the little man passing his head, while quite humorous. It's the spell of that flickering light as it rotates. I swear, it takes me... Zurück in die Kindheit. Ja, ihr kennt sowas, oder? Dadurch, dass man hier in den Schlitz guckt, sieht man immer ein Bild. Und da sie sich schnell bewegt und wir eine gewisse Anzahl von Bildern halt sehen können, sieht es aus wie eine Animation, obwohl es einfach nur lang läuft. Gut, Kamera. Kamera, irgendwas finden wir also noch. Okay, also hier gibt es ein Rätsel, das hatten wir definitiv nicht als Carnby. Das ist das leere. Ach, guck an. Genau, da will ich rein. Das hatte ich nämlich als. What is going on here? Ich glaube, das hatte ich nicht als Carnby. Hier finden wir nämlich. Ja. Ich glaube, da kann ich sogar laden und kann das eine Ende noch machen. Eben, denn wir finden klimpernder Mixbecher. Edward had heard the whispers for years. When he lived in Brooklyn. It was only on rare occasions, like when he as a child climbed that tall tree in Central Park, or when he almost drowned in the Hudson River, trying to save his despaired mother. The whispers became more common as he moved to New Orleans, but still rare enough to be ignored. Now as he walks the halls of Darceto, he knows what is calling him. He doesn't want to admit it, but the dark young in the conservatory is telling him to sacrifice the Cabri San Corn. Alles klar, dadurch kriegen wir also ein neues Ziel als Carnby. So, das heißt, uns fehlt noch eins, zwei. Fehlen noch zwei davon. Wie gesagt, ich glaube, das habe ich entweder übersehen oder es war einfach nicht da gewesen. Können wir noch irgendwas einsammeln hier? Ein Dokument? Als diesen Art Deco. Und wir sind im. Ja. Preisfrage ist noch, haben wir damit wirklich das geöffnet? Nee. Und somit bringen uns alle Ziele. Eigentlich ja, wir müssen runter. Oh, mich freut das, weil ich hatte Angst, dass ich diesen Ort übersehe. Und ich hatte irgendwo gelesen, Carnby kann da ein geheimes Ende machen, wenn man das und das findet. Und ich dachte, hey, wo kommt's denn das? Und diesen Raum, der ist mir nur in der Zwischensequenz begegnet. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Raum hier unten ist. Übrigens, hier hatte man auch in... Bei Carnby hieß es hier, da ist was zu finden. Nö, das ist hier ordentlich aus. Hier müsste das Licht gleich ausgehen. Wir müssen hier eine andere Erinnerung haben als... I need the key.
Okay, wissen wir schon relativ schnell, was wir machen müssen. Radio. Die Notizen von dem Radio. Hypothetical. Die Lobotomie-Sache. Dann ist hier irgendwo eine Sicherung, Schlüssel. Die erste Radiografie. Hier ist die erste Sicherung. Das hat man schon mal gehört, das klang jetzt, hätte ich jetzt einen anderen Teil der Nachricht gehört, hätte ich noch das laufen lassen. Aber da ist genau das Gleichklang, oh Gott, Gleichklang habe ich es jetzt einfach weggedrückt. Wir nehmen die Sicherung. Dann gucken wir mal, ob wir hier wirklich die Räume öffnen können, weil das wäre wirklich das Letzte, was wir noch nie gesehen haben aktuell. Okay. Dr. Gray seemed to put a lot of effort into understanding and treating Jeremy. Did he find any... Okay, irgendwas hat er rausgekriegt. Wir brauchen jetzt mal die anderen Aufnahmen noch. Hier ist noch Munition. Das war das letzte Mal auch so, dass hier noch irgendwas rumlag. Ich frage mich, wenn wir die Schlüssel kriegen für die restlichen Sachen hier. Und was die uns da zu sagen haben. Ich habe ihn zurückgelassen. Stell dich deiner Vergangenheit. Das ist Quatsch. Das Achievement sollte nicht hier aufploppen. Das Achievement sollte aufploppen, wenn wir als McCarthy mit dem Auto das machen. Und Grace. So, jetzt müssen wir es wieder zusammenbasteln. Da brauchten wir das ganz unten. Und zwar gedreht. Irgendwie so. Dann brauchten wir das. Auch gedreht. Und dann, glaube ich, noch das auch gedreht. Jeremys Finsternis. So, und damit der Schlüssel, keine Ahnung. Jetzt müsste die Sequenz kommen, genau. Dass wir schnell hochkommen. Oh no, it's still happening. Ist das Robo Nahkampfwaffe? Weiter. Jetzt über das Boot hoch. Das rutscht gleich einmal runter. Und dann sind wir... Genau. Beim Dachboden. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich würde nämlich einmal hier speichern. Ich habe nämlich so eine Ahnung, was wir jetzt machen können. I guess I never got a chance to look around this place.
Und zwar, wir gucken uns mal das an. They're coming. I have freed hellish forces and now the price must be paid. The Assetto is the prey of evil. Das hat man's. The sun has set. They will find my body, but will not have my soul. I can imagine the master's fury and the terror in the hearts of his slaves. I hear their footsteps. Some may understand what I've done. May God forgive me. Farewell. What would happen if I refuse? Would the whole world come apart? Or would everything conspire to make a new story? Maybe one where I live. I'm sorry, Frederick. Meta-Ende. Achievement. Okay. Ich denke mal, entweder wegen ihr haben wir das jetzt bekommen. Oder weil wir irgend so ein Set fertig haben. Weil als Cornby hatten wir es definitiv nicht. So, gibt es hier sonst irgendwas noch? Das ist der Eingang. Das ist die Schlinge. Nö. Okay, dann haben wir das auch mal gesehen. Nett. Frage, ob das wirklich so passiert ist, ob es jetzt nur eine Variante ist aufgrund dieser Lagniaps, die wir gefunden haben. Dass Jeremy dagegen war. So, wir müssen jetzt den Wurm zusammensetzen. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum wir das machen müssen, weil wie gesagt, wir sehen ja, dass dort Nummern sind. Fertig. Wir sehen 641. Und damit müssten wir jetzt auf das Shuttlerad-Schiff kommen. Den Shuttlerad-Dampfer. Das könnte... Mal gucken, wie lange das dauert. Genau. Die Viecher sind ja leider extrem... This feels familiar somehow. Hello? Is anyone there? Jeremy, where are you? I'm stuck in the mud and the fire is taking me. Jeremy? Can you hear the me? The motor is dead. I can't do anything more. Hang on, Jeremy. I'll get the boat running. I'll get you out of here. Okay, so ich kann auch die Folge schaffen. A ghostly voice sounding like Jeremy called out for help. Emily couldn't quite understand. Emily found herself in... Okay, das sind alles Sachen, die wir können. Hier draußen gab es nichts weiter Interessantes. Wir wissen ja auch schon, wie der Weg ist. Wir brauchen nicht das eine oder das Loch zu gehen. Es reicht vollkommen aus, wenn wir in welcher Reihenfolge wir es abgehen, wissen wir ja jetzt sozusagen. Ja. Au. Ich glaube, der Einschuss ging leider daneben. Das hat ja funktioniert. The boat has run aground. Crashed right into the bayou. If I get the motor running, I could try backing into the river. Okay. Wir wissen schon, was wir grob, wo wir hin müssen. Wir müssen also erstmal in den Schaufelradteil, damit wir Strom anschalten können. Dann kommen wir wieder hoch. Gehen
an die Seitenwinde, ignorieren die Feinde, versuchen runterzukommen. Gut. Krass, auch hier brauchen die zwei Schuss. Das sind echt lästige Bücher. Viecher. Viecher, sag ich schon. Hier war aber noch irgendwie ganz viel Munition, wenn ich recht entsinne. Neue Nahkampfwaffe ist auch gut. So. I can't break it. Gut. Runter mit uns. Kantenmaler sagt, jo. Ach, das Blöde ist. Wir gehen nach vorne, weil wir die Kameraperspektive haben. Aber wenn wir in der Leiter sind, ist auf einmal, wenn wir weiter nach vorne drücken, dass sie wieder hochschreitet. Deswegen ist sie dran und dann gleich wieder weg. Man muss also, während sie dran ist, sofort umschalten. Das habe ich damals auch bei Rayman 2 gehasst. Wenn sich da was geändert hat von der Kameraperspektive, wenn man die ganze Zeit nach oben gesteuert hat, der nächste Kamerawinkel ist dann genau gedreht, sodass das nach oben, nach unten ist. So, das liebe ich ja, so ein Scheiß. So. Okay. Wir haben da den leeren Treibstoffkanister. Wir ziehen erstmal das Ventilrad zu. Ich bin gespannt, auf welcher Couch wir dann aufwachen. Ob das dann wieder ist mit Jeremy oder irgendwie anders. Ich hatte ja gerade Jeremy mit Dr. Cray ein Gespräch gehabt. Mal gucken, wie das hier ist. Ist hier irgendwas gewesen? Nein. Und los geht's. Oben müssen wir ein bisschen aufpassen, weil es sind mehr Viecher. Wir können zwar einen Großteil ausweichen, es reicht ja, wenn wir, solange wir auf das Boot können. Um die Ebene zu wechseln. Danach müssen wir die Viecher besiegen, glaube ich. Weil wir dann noch ein kleines Mini-Rätsel haben, um an die richtige Stelle zu kommen. So, ich versuche mal vorbeizurennen. Das wäre mir sehr lieb. Jetzt sehen wir die massenweise Viecher. Bleib. Ach Gott. Was ich jetzt wirklich lassen soll. Das wäre wirklich besser gewesen, einfach, da hätte ich mir die 6 Kugeln sparen können. Also auch diese Schwierigkeitsgrad sind die Viecher irgendwie ein bisschen zu stark. Ich wechsle auf die Schrotflinte, weil wir kriegen gleich mehrere von denen. Ich glaube von dickeren. Waren das gewesen? Nee, ich glaube, hier kamen wir ohne Probleme durch. Vorne war aber irgendwie ein Gegner oder so, die dann aufgestanden sind. Nämlich hier irgendwie. Genau. Wie bitte? Seit wann brauche ich da mehrere Schüsse? Das zweite. Da habe ich den Unterkieferknochen fliegen sehen. So, neue Nahkampfwaffe nehmen, schon gut. Wir holen uns mal schnell alles, wenn hier irgendwas ist. Einmal kostenlose Heilung. Ich meine, wir haben jetzt eh schon geheilt, von daher ist es vollkommen boogie. Das sind wieder zwei Heilsachen übrigens. So, und dann einfach. Ja, okay, hätte ich einfach drücken können. Hätte ich mir jetzt eine Minute sparen. Jetzt haben wir die Sequenz. Jetzt bin ich gespannt, ob die bei Corby witzig mit seinem Hütchen.
to make progress. I'll try. Jeremy? Are you ready to tell me what happened in the action? What's happening? I put a rope around my neck, and then I strangled all life from my body. Uncle! Are you under the impression that you died? Yes. No. I was supposed to die. What does that mean to you? That you were supposed to die? I'm the catalyst. I had to die to make the story happen. What story? What are you referring to, Jeremy? 30 years ago, Frederick needed me to die. Jeremy! You're not making any sense, Jeremy. Come back. Find your focus. Uncle? I cheated everyone. I didn't play my part. I escaped my doom. Destiny! Again, find your focus. Komm, Frederick, haben wir damals alles gehört. Now everything is wrong. Nothing is in place. Hey, listen to me. We're gonna drown. Calm down, Miss Hartwood. You're not in any danger. Die Waffe nicht mehr in der Hand übrigens. Seht ihr das? Jeremy, he was here, wasn't he? Miss Hartwood, I am beginning to suspect your family curse is catching up with you. Have you ever talked to a doctor about your condition? No. No, I was just confused. I thought I saw him for a moment. I'm fine. I'll let you be. Miss, I want you to know I'm here to help. If you need me. Mhm. Wo kommen wir jetzt raus? Kommen wir wieder in sein Büro eigentlich, oder ist das jetzt geschlossen? Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich gehe danach kurz dann nochmal in sein Büro rein. Er ist weg. So, Ziele. A ghostly voice, sounding like Jeremy, called out for help. Emily couldn't... Ah, okay, wir haben das gleiche Problem wie hier mit, Carnby, dass irgendwie das jetzt verbuggt ist. Wir müssen jetzt mehrfach diese Meldung kriegen. Sieht er sich den leeren Raum an? Haben wir da den Schlüssel gekriegt dafür? Nö. Wie sollen wir uns den leeren Raum ansehen, wenn wir den Schlüssel dafür haben? Das war wohl verschlossen gewesen. Als Carnby kamen wir eher rein. Hier werden wir erst gelotst. Das ist auch interessant. So, okay, speichere mal. Was erwartet uns hier noch? This is my room. Ah. The empty room wasn't meant for patients, but many came and went anyway. Mr. Waits preferred to keep the door locked. He didn't consciously think so. Long here. When I get back? Verein der Dunkelraum, der Tod scheidet uns. Das I wrote that. Ja, das sind jetzt Hinweise auf den Ehering. Weil am Anfang hatten wir diese, bei Carnby hatten wir die, diese ID als Officer, also Private Investigator. Und hier haben wir 918. Auch witzig. So. I don't know the combination. Wait. Maybe I do. 918. Blitzlicht. Darren, I finally found that photograph from my time in France during the war. I don't expect this to be your fiancé, but it did make me think of him. What an incredible man he must have been. You were lucky in a way. He could have been a nobody and died falling into the Mississippi. Instead, he volunteered to travel across the world to fight for people in despair, dying with honor like Achilles at Troy. I am jealous of you. Or maybe him.
It's all in. Nutzt die Kameras, bringt dich näher. How long have I been here? Und damit sind wir wirklich im Nachbarraum, können wir das Licht einstellen. Und dann kriegen wir wahrscheinlich den Schlüssel, nehme ich an, für beim Laboratorium. Und das ist also das Pendant zur Sache mit. Grace und Conby. Ah, wir sind an der Front. It was France, where John died. Maybe this meant she could save him. Das ist also ihre Vergangenheit. Interessant. In trenches, they will defend themselves against the charging horde with razor-sharp ingenuity, all while planning how to advance the front. Ich würde sagen, das gucken wir uns aber in der nächsten Folge an, weil ich glaube, das wird noch ein bisschen mehr. Bis dahin, euer Landetour. Tschüss.